Er spielt automatisch. Es ist ein Musikautomat. Das ist Musik aus der Bachzeit. Es ist ein Bachomat. Bachomat? Nein. Das war in der Wohnung von seinem älteren Bruder Johann Christoph. Der war Organist in Ohrdruf. Und der jüngere Bruder wohnte doch bei dem älteren. Ich kann dieses Jahr leider gar nicht kommen. Ich muss zur Orgelprüfung bleiben. Oh, Johann Christoph, du wolltest doch einen Kanon für die Feier schreiben. Ja, daraus wird leider nichts. Ich habe etwas komponiert. Johann Günther. Ja, dann lass mal. Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Wie weit ist das eigentlich bis Lüneburg? 10 Tagesreisen, ganz gewiss. Unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Oh, das sind doch die von Michaelis! Ich packe die Johannes-Schüler. Ihr seid am falschen Ort, das ist unsere Straße. Macht mal die Augen zu, dann wisst ihr, was eures ist. Da steht sogar noch Schulordnung, ihr dürft da nicht singen. Schulordnung. Ihr könnt uns mal mit eurer Schulordnung. Warte, ey, du willst mir eine Backpfeife, hä? Von dir, du Pfeife. Du Dudelsackpfeife. Du. Lange. Wie kann ich es Ihnen recht machen? Ach, Johann Sebastian, Sie verstehen nichts von deiner Musik. Und im Übrigen, du bist schon wieder Stadtgespräch. Ach. Ja, die Frau vom Apotheker. Die erzählt herum, du hättest dich mit diesem Geiersbach geschlagen. Ach, du meinst den Zippelfagottisten. Hast du ihn wirklich Zippelfagottist genannt? Das ist er doch auch. Wenn der spielt, klingt das wie das Quietschen der Kirchentür. Wie soll ich mit so untalentierten Schülern gute Musik machen? Aber wie ist denn... Der Georg, ja. Genau. Ja, der Georg, na gut, soll reinkommen. Bassisten. Himmel, Herrgott, wo stecken denn die Bassisten? Das wissen wir ehrlich gesagt auch nicht. Ja, die sind im Stimmbruch. Na klasse, da habe ich mir aber schon bessere Ausreden ausgedacht. Stimmbruch, alle auf einmal, oder was? Die wissen doch auch nicht. Wir bitten um Entschuldigung, Herr Kantorbach. Wir waren ja noch beim Leichensingen. Es war ein großer Begräbnis. Na wunderbar, jetzt habt ihr euch erkältet. Und nächste Woche soll das Weihnachtsoratorium aufgeführt werden. Schick! Als ob es nicht genug ist, dass ich ständig husten muss. Nächste Woche in der Aufführung.